Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Dark Messiah of Might and Magic. So, wir sind jetzt hier immer noch in dem Spinnentempel und suchen die Kristallkammer. So, finden einen Weg zum oberen Tempel. Das ging, glaube ich, nach da, da war der Pfeil. Aber hier ist noch ein optionales Ziel, was wir in der letzten Folge entdeckt haben. Wir probieren's mal. Auf geht's. So. Geht in eure Grube rein. Und jetzt... Oh! Oh je. So. Oh! Optional, tötet den Zyklop. So. Feuerpfeile bringen nichts. Ich probier's mal aus dem Schwert. Es wird auch nicht gut funktionieren. Okay, gut. Ich glaube, wir haben nur eine einzige Möglichkeit, den zu töten. Und das ist da drüben. Das hier. So, wie kriegen wir den hier am besten hin? Komm voll drauf! Bam! Hoho! Und ins Auge! So! Bam. Wie cool. Es ist einfach wirklich einfach so geil, dieses Spiel. Na gut. Ist da gerade eine Fliege bei seinem Arsch rumgeflogen? Oder war das gerade Zufall? Weil das wäre ja nochmal mega geil. Boah. Okay, wir haben zwei neue Fähigkeitspunkte bekommen. Bezirzen. Bezirzt ein feindliches Wesen und bringt es dazu, für eine begrenzte Zeit auf eure Seite zu kämpfen. Das sind eher so Schutzzauber rechts und das sind eher die Angriffszauber. Feuerball. 7 Punkte kostet der. Ich weiß nicht. Ich spare noch ein bisschen. So. Dann machen wir jetzt mal auf den Weg zum oberen Tempel, nicht wahr? So, da ging es überall nicht weiter. Haben wir schon die ganzen Goblins umgehauen. So. Das sieht mir rot aus. Also irgendwie nicht so gut. Nein, es hat mir Leben gegeben. Es gibt mir Leben? Das ist natürlich schön. So, Jungs, was ist mit euch? Und... So, der rennt schon. So. Und du? Tschüss. Na, du sterben. Und du auch. So leid es mir tut. So, Leben ist voll, sehr schön. Was haben wir hier? Da brauchen wir den Schlüssel. Warte, sieh dich erst um. Überleg, was du tust. Danke. Ist mir nämlich gerade auch aufgefallen. Das sieht aus wie eine Falle. Das sieht aus wie eine Druckplatte. Kann ich da drauf schießen? Nö. Dann hoffen wir mal, dass es die Druckplatten sind. So, bekommen noch einen Lebenstrank und Schriftrollen. Was haben wir hier noch? Stab des Feuerfürsten. Wir haben einige Spruchrollen. Was ist das für ein Stab? Schaden +3, +6 gegen Feinde, die anfällig für Feuer sind.
Was ist das nochmal? Blitzstrahl. Ich lasse mal das hier da. Okay, jetzt haben wir diese ganzen Schriftrollen der Feuerfalle. Eigentlich können wir diese ganzen Schriftrollen mal ausprobieren. Ich möchte aber kurz gucken, was passiert, wenn ich auf die Druckplatte gehe. Das passiert dann, okay. Okay. So, da ging mal ja kein Eingang, gell? Nee. Und da sind wir ja gekommen. Also nee, da war das hier. Okay. Jetzt haben wir einen neuen Stab. Nein, nicht darunter fallen. Och Mann. Wäre doof. Oder haben wir hier noch was Geheimes? Sieht nicht so aus. Nun gut. Dann wieder nach oben. Und dann gehen wir mal weiter. Schaden gemacht. So, vielleicht ist das hier wieder ein geheimer Bereich. Nein, hier ist jetzt die Klo. Okay. Ausweide, Chris. Aufgabe erfüllt. Da geht's anscheinend weiter. Was ist das Ausweide, Chris? Das ist das Gift, Chris. Ausweide, Chris. Hier. Das können wir eh noch nicht anlegen. Okay, da ist der Köcher. Stellt einen unbegrenzten Vorrat an Pfeilen zur Verfügung, sobald er sich im Inventar befindet. Also müssen wir damit nicht mehr machen. So. Jetzt schaue ich nochmal kurz. Ist hier noch irgendwas? Hier lädt man bestimmt Mana auf. Eine leere Truhe. Auch mal schön. Okay, sonst gibt es hier nichts weiteres zu sehen. So. Hey. So. Und weiter geht's. Eigentlich muss ich die Köcher gar nicht mehr mitnehmen. Bogen auch nicht. Ich habe ja eben einen schönen Langbogen. Vorsicht, mein Lieber, es sind Orks in der Nähe. Danke. Achte auf den Rand, ein Sturz wäre fatal. Boah, ich finde das Spiel so krass. Ich mag es einfach so sehr. Ich mag sowieso alte Spiele lieber. So, für Sparta! Oder stirb! Mist. Hat nicht gut funktioniert, scheiße. Boah, das sind einige. Das hat nicht gut funktioniert. So. So, der brennt jetzt erstmal. So. Vielleicht kriegen wir den einen noch auf den Boden schnell. So. Da kommen ja noch mehr. Wo kommt ihr denn her?
Oh, ich brenne auch. Ich heile mich mal schnell. Ich leide zum Schwert gewechselt. So! Na, das sieht gerade schlecht aus. So, komm jetzt! Ah, weg mit dir! Die anderen sind auch gleich dran, deine Geschwister und Brüder. Geschwister und Brüder, ja. So, du doofer Bogenschütze. Du. Hörst jetzt mal langsam auf hier. Okay. So, der humpelt schon. Auch gut. So. Langbogen brauche ich nicht. Hackmesser brauche ich alles nicht. Köcher brauche ich auch nicht. Aber. Wenn ich jetzt hier auf Bogen gehe, ich möchte mal kurz. 99 Pfeile habe ich. Warum? Ich habe doch hier den. Köcher. Naja. Ach, die. Das hätte ich hier noch benutzen können. Naja. Das waren ja dann. Doch schon einige, die hier gerade gekommen sind. Aber echt cool. So cool. Augenblick, Saret. Sehen wir uns erst um. Jawohl. Warum haben die hier einen Rambock aufgestellt? Er klemmt. Wir müssen ihn reparieren. Die Treppe zu nehmen, würde dir auch nicht schaden. Vielleicht können wir das auf dem Weg nach oben reparieren. Mach den Raum mit der Aufzeichnungsmaschinerie ausfindig. So. Und nochmal. Ein Geheimbereich entdeckt. Oh, hier, da ist bestimmt was Böses drin. Nein, doch nicht. Mana-Trank. Und Blitzdolch. Ich habe unser Inventar ist voll. Telekinese. Kann ich das sagen? Ich kann Telekinese droppen? Was? Habe ich sie wieder. Okay, dann tue ich es mal aus dem Inventar. Okay, Schild einer Steinhelmwache. Wo habe ich die denn bekommen? Das ist Orkschild. Ich tue mal das Orkschild weg. Habe ich den Dolch jetzt? Nein, habe ich nicht. Blitzdolche. Blitz, 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 Blitzdolche. Naga-Seidenschwert. Glückstreffer plus 1. Kann ich Glückstreffer lernen? Nein, das war hier, gell? Brauchen wir 6 Punkte. Vielleicht sparen wir darauf mal Blitzdolche. 4 Schaden, 8 gegen Gegner, die anfällig gegen Blitze sind. Ho. Magischer Pilz regeneriert eure Lebenspunkte und euer Mana. Okay. Scheiße, ich tu mal irgendwie das weg. Elfenbogen. Es gibt einfach so viel cooles Zeug. Die Keule brauche ich eigentlich auch nicht. Die Zaubererrobe tue ich mal weg. Die benutze ich jetzt eh nicht mehr. Das Siegengewand tue ich auch mal weg. So. Und diese, die Spruchrollen könnte ich eigentlich mal benutzen. Dann können wir uns die Zauber ein bisschen angucken. Außerdem kriegen wir dann noch gleichzeitig unser Inventar ein bisschen leerer. Kriege ich da Damage? Hm, weiß nicht. Nun gut. Ach. Entschuldigung. So. Da geht's nicht so weiter. Ich schau trotzdem, ob wir uns irgendwie. Mist. Er hat uns natürlich. Hallo?
Warum geht's nicht? Hä? Was war denn da? So. So, dann können wir mal die Feuerfalle ausprobieren. Bam! Okay, das ist eine schöne... Okay, die muss aber erstmal aufladen. Oh, der hat einen Bogen. Mist. Hallo. So. Hops. So schön, dass man alles kaputt machen kann. Nein! Oh, 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 hui. Das war knapp. So. Giftbogen. Was haben wir da wieder Feines bekommen? Plus 2 nur Schaden. Erzeugt Giftwolke. Das brauchen wir echt nicht. Unser macht 4. Wir haben auch sowieso hier noch einen. 5. Braucht aber Glückstreffer. 2. Nun gut. Oh. Heilwesen! Au. Au. Ah. Hey, du sollst da runter. Oh. War das jetzt schlecht? Verdammt. Vielleicht hätte ich da noch rüber gemusst, oder? Ja, Mist. Das war der falsche Bogen. Das war doof, oder? Es gibt doch gar keinen anderen Weg. Ah! Ja, super. Den Weg gibt's natürlich noch. Mist. Wo bin ich denn hier? Ach, okay, das passt. So. Warum nicht? So, du darfst im Wasser vergammeln. So, da geht's hoch. Ich weiß nicht, was man jetzt gemacht hätte. Seelentrinker, was ist das für eine Waffe? Erhöht den Schaden, den der Besitzer erleidet, um 30% der Forderstärke 3. Verfluchte, durch ein nekromantisches Ritual erschaffene Waffe, bei dem ein gequälter Geist in eine frisch geschmiedete Klinge eingebunden wird. Die daraus entstehende Waffe nähert sich von der Lebenskraft. Nähert sich von der Lebenskraft ihrer Opfer. Okay. Hört sich ja cool an, aber ich wollte gerade mal fragen, was wäre jetzt passiert, wenn wir hier gar nicht. Ja. Wenn wir da die Brücke kaputt gelassen hätten. Wären wir dann hier weitergekommen? Oder nicht? Ja, guck mal, hier geht's ja weiter. Oh. Nun gut, da geht's aber weiter. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.